Das Erysipel ist auch heute noch eine gefährliche Hauterkrankung. Das Erysipel ist eine Wundrose, eine bakterielle Infektion, sehr oft im Bereich des Unterschenkels. Und sehr oft gibt es eine Eintrittspforte. Das ist meistens im Bereich der Zehenzwischenräume bei einem Fußpilz eine offene Stelle, wo die Bakterien, die der Mensch auf der Haut hat, eben in den Körper eindringen können und die dann im Lymphgefäßsystem eine Entzündung verursachen, welches mit hohem Fieber und Schmerzen einhergeht. Das Bein schwillt an und der Patient fühlt sich sehr krank und sehr schlapp. Das Erysipel ist eben gefährlich, weil es eben eine Entzündung ist, die sich im Körper ausbreiten kann. Und wenn es nicht rechtzeitig behandelt wird, gibt es eine Blutvergiftung und daran kann man dann akut versterben. Das Erysipel behandelt man mit Antibiotika. Am besten im Rahmen einer intravenösen Behandlung oder eben auch im Rahmen einer Tablettenbehandlung.